Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Das ist ein neues Challenge-Video von Eva und mir. Und unser Thema ist heute 5 Ideen mit Wasserbomben. Mir sind da ein paar lustige Sachen eingefallen, die man mit Wasserbomben draußen im Garten machen kann. Und jetzt kommt die erste Idee. Die erste Idee ist etwas, das hat man, glaube ich, also das hat jeder von uns schon bei irgendeinem Kindergeburtstag gespielt. Und zwar Eierlaufen, aber nicht mit einem Ei, sondern mit Wasserbomben. Wenn man dann barfuß läuft und ab und zu läuft man, fällt man eine Wasserbombe runter, man wird ein bisschen nass gespritzt. Das macht echt Spaß. Man kann sich natürlich auch einen Parcours machen. Kommt einem vielleicht als erstes ein bisschen so kindisch vor, wenn man das wirklich schon als kleines Kind bei Kindergeburtstagen gemacht hat. Aber mit mehreren zusammen einfach im Sommer sich mal so einen Wasserbombenparcours zu machen und mit einem Löffel die Wasserbomben von A nach B tragen. Das kann echt Spaß machen. Also ich freue mich schon, ich werde das auf jeden Fall im Sommer mal machen. Vielleicht möchtet ihr das auch nachmachen. Das zweite Spiel heißt die Ballondusche und das funktioniert am besten, wenn man dafür Luftballons benutzt. Einfach Luftballons aufpusten, ein paar leere. In ein paar kann man zum Beispiel Konfetti reintun. Ich habe hier so kleine Herzkonfetti reingetan. Und in ein paar andere tue ich Wasser rein. Und die hängt man dann mit einem Faden irgendwo auf, zum Beispiel an der Wäscheleine oder an der Schaukelstange oder an einem Baum. Einfach hier festknoten und daran befestigen am Baum, sodass sie so schön runterhängen. Befüllen kann man die übrigens, indem man einfach, solange da noch keine Luft drin ist, hier vorsichtig Konfetti reinfüllt oder irgendwas anderes. Man kann zum Beispiel auch Süßigkeiten reinfüllen oder irgendwas Ekliges oder so, je nachdem, wie man das spielen möchte, in welcher Variante. Wenn man das Ganze dann aufgefüllt hat, dann pustet man den Luftballon nur noch auf. So. Oben einen Knoten rein. Und dann sind da die Konfetti drin. Und wenn ich die dann alle an den Baum gehängt habe, dann gibt es natürlich verschiedene Varianten. Entweder kann man das wie bei so einer Piñata, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Figuren aus Pappmaché und da schlägt man mit einem Stock drauf und wenn die kaputt gehen, fällt da was raus, Süßigkeiten zum Beispiel. Entweder spielt man das so, dass man da eben mit irgendwas draufschlägt, wie zum Beispiel einem Stock, oder man kann das auch zerpieksen. Oder man macht die Variante, so ähnlich wie Eva und ich das immer machen bei den Challenges, man würfelt und man kann vorher zum Beispiel Zahlen hier draufschreiben auf die Luftballons oder man hat einen Farbwürfel und genau die Zahl, die dann kommt oder den Würfel, die Farbe, den muss man dann zerstechen, zum Beispiel mit einer Heftzwecke oder so, dann stellt man sich einfach unter den Luftballon und entweder zerpiekst man den dann selber oder jemand anders zerpiekst den für einen und dann bekommt man eine Wasserdusche, eine Konfettidusche oder wenn man Glück hat, ist dann eben gar nichts im Luftballon. Auch ein sehr lustiges Spiel, auch für Partys im Sommer, für Geburtstage oder wenn man einfach so mal sich den Nachmittag vertreiben möchte. Finde ich auf jeden Fall witzig und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Spiel gefällt. Und dann sind wir schon bei meiner dritten Idee mit Wasserbomben oder geht natürlich auch mit Luftballons. Das eignet sich auch super gut für eine Gartenparty und zwar Knicklichter einfach in Luftballons reinmachen und dann im Garten aufhängen. Das sind dann wunderschöne Lampignons. Und es gibt ja diese ganz kleinen Knicklichter, die sind so fürs Angeln. Die kann man auch in so eine kleine Wasserbombe reintun. Ich habe jetzt nur die großen, deswegen werde ich die in einen großen Luftballon reintun. Dafür, so passt es ja noch nicht rein, werde ich den Luftballon erstmal ein bisschen aufpusten. Halte das Ganze hier oben gut fest. Knicke das Knicklicht, das kann ich natürlich auch vorher schon machen. Knicken und schütteln. Damit sich die Farbe gut verteilen kann. So. Und wenn das schön leuchtet, dann schiebe ich das jetzt vorsichtig hier rein. Ein bisschen Luft wird dabei entweichen, aber die kann man natürlich jetzt dann auch nochmal wieder nachpusten. Ich habe nochmal wieder ein bisschen Luft reingemacht und werde jetzt hier einfach einen Knoten reinmachen. Und so kann man das dann im Garten aufhängen.
aufhängen. Und ich kann es natürlich auch mal ein bisschen dunkel machen hier bei uns im Studio, damit ihr seht, wie schön das aussieht. Ich kann es leider nicht ganz dunkel hier bei uns im Studio machen, aber ihr seht, das leuchtet richtig schön. Man kann natürlich auch mehrere Knicklichter in einen Ballon machen. Oder wenn man sich dann vorstellt, in diesen kleinen Wasserbomben, wenn da so kleine Knicklichter drin sind, das sieht richtig toll aus. Also da hat man eine richtig schöne Dekoration für die nächste Party. Die Nummer 4 ist was wirklich richtig Lustiges, was super viel Spaß macht. Und zwar eine Dartscheibe mit Wasserbomben. Und mit dem Dartpfeil kann man dann die Wasserbomben zerschießen. Also wenn man drauf trifft und die platzt, bekommt man Punkte. Und das macht echt Spaß. Und die kann man sich auch ganz einfach selber machen. Dafür braucht man so einen Topfuntersetzer aus Kork. Man braucht ein paar Heftzwecken. Und man braucht Wasserbomben und dann fängt man einfach an, unten eine Wasserbombe festzustecken. Also hier oben durch das Gummi dann mit einer Heftnadel feststecken. Und verteilt dann eben ein paar Wasserbomben hier auf der Dartscheibe. Die hängen natürlich so ein bisschen runter. Die hängt man jetzt einfach irgendwo auf. Auf jeden Fall irgendwo, wo niemand in der Nähe sitzt. Also es kann auch gefährlich werden, wenn man da mit einem Dartpfeil schießt. Also wenn man einen Dartpfeil wirft, darf da nie jemand irgendwo in der Nähe stehen. Deswegen am besten vielleicht irgendwo am Ende vom Grundstück oder vielleicht irgendwo an einem Baum, wo auf keinen Fall jemand hinterher geht. Und dann wirft man mit dem Dartpfeil los. Man kann natürlich auch vorher hier noch Punkte draufschreiben. Und wer keinen Dartpfeil hat, den kann man sich auch selber machen, aber auch damit ganz vorsichtig sein. Ich habe mir so einen Dartpfeil gebastelt, eine Wäscheklammer und vorne so eine Heftzwecke. Aber auch da wirklich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, nicht einfach irgendwo werfen, wenn man das irgendwo reinkriegt, das kann echt gefährlich sein. Deswegen da auf die Sicherheit achten bei diesem Spiel. Aber wenn man auf die Sicherheit achtet, dann macht es auch echt richtig Spaß und hoffentlich zerplatzen da wirklich viele, viele Wasserbomben. Für die fünfte Idee braucht ihr eine Wasserbombe, einen Faden und ein Gummiband und mit dem Faden bindet ihr die Wasserbombe an das Gummiband. Richtig gut festknoten. Und jetzt kann man die Wasserbombe an dem Gummiband immer so runterspringen lassen. Das macht total Spaß und ist total witzig. Also ist auch schon so eine kleine Anti-Stress-Variante, finde ich. Und wenn man Pech hat, irgendwann platzt die Wasserbombe und man ist nass. Ist auf jeden Fall auch super witzig, finde ich. Macht auch richtig viel Spaß. Und das waren auch schon meine 5 Ideen. Das waren 5 lustige Ideen, finde ich. Also alles eher sehr kindische Sachen, was man gut mit Kindern machen kann, wenn man sich im Sommer den Tag vertreiben möchte. Vielleicht in den Sommerferien mal so einen richtigen Wasserbombentag einlegen möchte. Wem das jetzt ein bisschen zu kindisch war und der sagt vielleicht derjenige, da ist nichts für mich dabei, das sind alles viel zu verspielte Sachen. Dann habe ich noch was für die Erwachsenen und das ist dann meine 6. Idee, meine Zusatzidee. Und zwar kann man Wasserbomben auch super gut einfrieren und dann als Kühlung benutzen. Einfach Wasserbomben einfrieren, danach in einen Eimer geben und zwischen die Wasserbomben dann die Getränke stellen. Dann hat man immer schön kühle Getränke und wer möchte, kann sich dann auch mal so eine Wasserbombe nehmen und sich damit ein bisschen abkühlen. Einfach in die Hände nehmen oder hier so an den Armen ein bisschen kühlen, vielleicht auf die Stirn. Das ist dann immer eine schöne Erfrischung. Also die sind wirklich für viele tolle Sachen im Sommer sehr hilfreich, die Wasserbomben. Entweder eben, um lustige Spielchen zu machen oder um sich abzukühlen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche der 5 Ideen oder der 6 Ideen euch am besten gefallen hat. Ob ihr auch für so einen Spaß zu haben seid, also auch im Sommer mal Lust habt, so ein paar lustige Spielchen im Garten mit Wasserbomben zu machen. Das könnt ihr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. So, dann wollen wir mal den Begriff für nächste Woche ziehen.
Und ich greife einfach mal unser Glas. Hier sind einige Zettel im Moment drin. Ihr macht uns ja auch immer schöne neue Vorschläge. Und es ist Eis selber machen. Oh, schönes Thema. Auch schön. Super wieder für den Sommer. Ja, sehr cool. Ja, da bin ich mal gespannt. Mhm. Kann alles Mögliche sein, ne? Gefällt mir sehr gut. Mir auch. Wenn euch unsere Videos gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben. Schaut das Video der jeweils anderen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und sonst schaut bei Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat bei uns vorbei. Schaut unsere anderen Videos, genau. Abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.